Theresa, schön, dass du Zeit hast, mit mir über den neuen Erzgebirgskrimi Ein Mord zu Weihnachten zu sprechen. Sehr gerne, Christian. Der wird am 21. Dezember ausgestrahlt und es wird auch wirklich sehr besinnlich dieses Jahr. Ja, das Kann ist man so richtig. sagen, Ja, ne? das kann man so sagen. Es wird besinnlich, es wird weihnachtlich, es ist ein Familienfilm, finde ich, sofern man das bei einem Krimi sagen kann. Und ja, ich finde, es stimmt gut auf die Festtage ein. Ja, kommt ja alles drin vor, was man so denkt. Das volle Programm Weihnachten mit Räuchermännchen, mit Schwibbögen, Tannenbaum, Weihnachtsmarkt. Ja, Was und habe das ich ist vergessen? Den Schnee noch, ne? den Schnee, ja. Und das ist ja natürlich für mich auch besonders schön, weil ich komme ja aus dem Erzgebirge und ich weiß ja, dass genau dafür das Erzgebirge ja bekannt ist, ne? Und jetzt darf sich meine Heimat mal in seiner vollen Schönheit und Pracht präsentieren und in diesem Film, und das finde ich natürlich super. Ja, ich finde auch, der macht richtig Lust, da ins Erzgebirge zu fahren, der Ja. Film, ne, wenn man ihn gesehen hat. Naja, und das ist ja jetzt schon die, Moment, jetzt lass mich kurz überlegen, die 7. Folge. Ja. Das heißt, der Zuschauer und auch wir Schauspieler mussten natürlich lange warten auf diesen Winter-Weihnachtsfilm, weil das Erzgebirge ist natürlich auch besonders für diese Zeit bekannt. Und jetzt haben wir 7 Folgen gewartet und deshalb war das besonders schön, diese Dreharbeiten, dass wir jetzt endlich diesen Weihnachts-Winterfilm machen konnten. In Annaberg-Buchholz, habe ich das richtig mitgekriegt? Nee, wir haben gedreht viel in Schwarzenberg, in und um Schwarzenberg. Annaberg war es diesmal nicht, Ich nein. dachte, ich hätte das irgendwo mit aufgeschnappt, da dass Nee, davon die Rede war. wieder in und um Schwarzenberg. Aber es ist angedacht, mal nach Annaberg für die nächsten Dreharbeiten zu gehen. Mal sehen, zu welcher Folge, aber das ist natürlich auch eine schöne Reise. Ihr habt ja auch richtig auf dem Weihnachtsmarkt gedreht. War das der richtige Weihnachtsmarkt oder Nee, der wurde für uns nochmal für euch nachgebaut? nachgebaut und wir haben ja damals, also wir haben im Frühjahr diesen Jahres gedreht. Ach so. Genau, und ja, aber das war ganz lustig, weil die Komparsen, wir brauchten ja sehr viele, die dann für diesen Tag gebucht wurden, die hatten so viel Freude und so viel Spaß, weil damals, also letztes Jahr wurden ja die Weihnachtsmärkte noch abgesagt, ne? Es durfte ja kein Weihnachtsmarkt Deswegen stattfinden. habe ich auch überlegt, ob das überhaupt Genau, so nee. ging. Und deshalb war, also man hat es richtig gespürt, dieses gute Gefühl der Leute, die haben sich so nach so einer Stimmung, nach so einem was Heimeligen gesehnt und das konnten sie jetzt da so ein Stück weit ausleben. Und es war natürlich was Besonderes für die Komparsen und auch für uns, ja. Also im Prinzip hast du es ja gerade angesprochen, Corona hat da ein bisschen reingespielt, dass ihr eben nicht da direkt Weihnachten drehen konntet, nehme ich an, sondern das verschoben habt, oder? War das so geplant? Ja, wir wollten ursprünglich zur Adventszeit so, wie nennt man das, fast ein bisschen dokumentarische Aufnahmen machen, einfach so Schnittbilder und Genau. vielleicht auch sogar ein Ein Spenk kleines, über den Markt mal, ne? das auf jeden Fall mit dann natürlich sehr viel mehr Leuten und wir wollten auch in einem kleinen Team diese Szenen, die wir direkt auf dem Weihnachtsmarkt haben, haben wir auch überlegt, das direkt in der Adventszeit zu drehen. Aber das ging ja alles nicht. Also das wurde komplett dann abgesagt, ja. Das war schade für uns, aber gut, also Corona war einfach Thema im ganzen Land und naja, das war dann natürlich ganz offensichtlich und das hat ja jeder eingesehen. Wie lange habt ihr denn gedreht überhaupt? Na, wir drehen immer für einen Film so um die 5 Wochen. Wir haben immer 23 Drehtage, ja. Weil das ist ja dann gerade, wenn man Weihnachtszeit braucht, Schnee und sowas, nicht immer so einfach, ne? Ja, aber weißt du, das war ganz rührend, dass in den Zeitungen wurde davon berichtet, dass wir wieder drehen werden, den Erzgebirgskrimi im Februar. Und die Bürger werden doch gebeten, wenn es ihnen irgendwie möglich ist, die Weihnachtsdekoration in den Schaufenstern der Geschäfte zu lassen oder in ihren Fenstern. Und das war so berührend, als ich da angereist bin. Und die Leute haben das echt gemacht. Die haben das drin gelassen. Also, und das ist, also, da hat man so gespürt, Mensch, wir werden so unterstützt und wir werden so willkommen geheißen und die freuen sich so, dass wir da sind. Und dann merkt man auch wieder, die Erzgebirge sind einfach total hilfsbereit. Und das, ja, das fand ich einfach richtig schön. Ja,
In dem neuen Film, wir wollen ja nicht zu viel verraten, weil es geht auch sehr viel um Tradition, auch gerade erzgebirgische Tradition, diese ganzen, ja, wie sagt man jetzt dazu, Weihnachtsdekoration? Ich würde sagen, erzgebirgische Handwerkskunst. Handwerkskunst, genau, ich kam jetzt nicht drauf. Spielt ja da eine sehr große Rolle und auch das Weiterreichen von Generation zu Generation. Ja. Wie wichtig sind dir Traditionen? Total wichtig. Also ich bin so ein Mensch, der Rituale liebt und Traditionen pflegt und auch weitergibt. Also zum Beispiel ist es für mich ganz selbstverständlich, dass in der Adventszeit meine Wohnung geschmückt wird. Ne? Also so richtig mit Handwerkskunst aus dem Erzgebirge. Und das wird nicht irgendwann gemacht, sondern da gibt es auch ein festes Ritual, das eben immer nach Totensonntag erst geschmückt wird. Und das ist für mich irgendwie ganz selbstverständlich. Oder dass man eben den Weihnachtsbaum nicht vor Hochneujahr, also vor dem Heiligen Dreikönigstag, abputzt oder so. Oder die Weihnachtssachen gänzlich vor dem 6. Januar verschwinden oder so. Das nee, das wird es bei mir nicht geben. Also so diese Tradition, das mag ich schon gerne. Ein echter Weihnachtsbaum, oder? Ja, natürlich ein echter Weihnachtsbaum. Ich habe es total überlegt, warum denn nicht ein echter Weihnachtsbaum? Ja. Nee, doch, wirklich ein echter Weihnachtsbaum und mit schönen Kugeln und Kerzen. Ich habe noch nicht mal LED-Kerzen. Aber keine Naturkerzen jetzt am Weihnachtsbaum? Nee, Naturkerzen habe ich nicht, nee. Nee, das ist mit meinen Kindern, obwohl die wären da schon, glaube ich, respektvoll, aber nee, so elektrische Kerzen finde ich schon besser, weil bei uns natürlich auch der Weihnachtsbaum echt viel und oft brennt. Also es gibt doch nichts Schöneres, als dann schon um 16 Uhr, wenn es dunkel ist, schon den Weihnachtsbaum dann anzuzünden. Aber der Weihnachtsbaum wird eben auch erst geschmückt, also so kurz vor dem Heiligen Abend. Und das machen die Kinder dann? Ja, wir machen das alle zusammen. Alle zusammen, Also ich bin überhaupt nicht heiß, diese blöde Lichterkette drauf zu machen. Das muss ich anmachen mit meinem Sohn. Der wird da schon eingearbeitet. Und wir dann alle zusammen machen dann natürlich den Schmuck, die Kugeln und die Engel. Und ja, das ist total schön. Es geht leider jedes Jahr auch, einige Kugeln gehen zu Bruch. Aber das ist eben so. Scherben bringen ja Glück. Fertig, aus. Und der Schmuck kommt aus dem Erzgebirge natürlich. Ja, der kommt aus dem Erzgebirge, obwohl die Kugeln, die haben auch eine schöne Geschichte. Mein erstes Engagement war ja eines meiner Theaterengagements war in Wien. Und Wien ist ja auch so eine totale Weihnachtswunderlandschaft. Also diese Stadt, die liebt ja auch Weihnachten. Und es ist auch mein großer Traum, mal mit meinen Kindern in der Adventszeit nach Wien zu fliegen, weil das ist wirklich gigantisch, was die da zaubern. Und da habe ich mir damals Weihnachtskugeln gekauft. Und die habe ich heute noch. Und dann habe ich mir die gekauft, lass das mal im Jahr 2005 sein. Also die haben auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Und naja, und wenn ich die dann immer wieder raushole und aufhänge, dann denke ich auch an Wien und an die Zeit. Und das ist dann irgendwie auch eine schöne Sache, wenn man so sich wieder an diese Zeit erinnern kann. Ja. Besinnlich. Ja. Und Weihnachtslieder singen gibt's auch, oder? Ja, das gibt's auch. Ja, ich bin ja eine große Sängerin. Also ich liebe einfach singen und ich singe mit meinen Kindern ganz viel. Und dieses Jahr kommt etwas Neues hinzu. Ich habe ja wegen des Erzgebirgskrimis, oder andersrum, in Folge 2 und jetzt auch in dieser aktuellen Folge, Ein Mord zu Weihnachten, spiele ich ja in der Blaskapelle mit. Mhm. Und da spiele ich ja das Waldhorn, so haben es die Autoren für mich erwählt. Und da musste ich natürlich dafür Unterricht nehmen vorher, damit das so aussieht, dass ich das spielen kann. Ne? Also wie ist der Mundansatz, wie hält man das Instrument, die Bewegung, nimmt man es auf? Genau. Also wie geht man mit dem Instrument um? Genau, und das habe ich halt so mit einer Waldhornlehrerin, habe ich das ein paar Stunden mich damit beschäftigt und habe das geübt. Und jetzt eben für diese aktuelle Folge wieder. Und danach hat sie zu mir gesagt, also Theresa, du kannst ja schon 4 Töne spielen. Warum willst du denn das Waldhorn nicht weiterspielen? Und da habe ich so überlegt und dann dachte ich so,
Das ist eigentlich eine wunderbare Idee, weil als Schauspielerin muss man sich ja sowieso immer mit Dingen beschäftigen und kann neue Sachen lernen und in sein Fundus aufnehmen. Das ist ja immer sehr gut. Dann eine gewisse Musikalität, ein Rhythmusgefühl ist für eine Schauspielerin sowieso sehr gut. Und dann, auf was warte ich denn? Also jetzt kommt dieses Instrument zu mir und dann habe ich gedacht, dann empfange ich das und nehme das auf mit offenen Armen. Und seit April nehme ich regelmäßig Waldhornunterricht. In Berlin? In Berlin, genau. Und das Tolle ist ja, meine Waldhornlehrerin ist auch noch meine Nachbarin. Das zu heißt, Hause, bei dir, ja, in der Wohnung? Also im Haus. Im Haus. Ich gehe 2 Etagen tiefer. Und dann habe ich ihr schon im September, glaube ich, gesagt, was mein Wunsch oder mein Ziel ist, nämlich zu Weihnachten ein Weihnachtslied zu spielen. Auf dem Waldhorn? Ja, genau. Und jetzt übe ich schon seit September. Und zwar, morgen kommt der Weihnachtsmann. Und ich habe heute wieder geübt. Und mein Mann kann das Lied schon erkennen. Und also ich bin total glücklich. Und dieser Gedanke, dass ich echt an Weihnachten ein Weihnachtslied auf dem Waldhorn spielen kann. Und mein Papa, der spielt ja Klavier bei uns. Wir singen wirklich sehr viel. Der spielt wunderbar Keyboard und spielt dann immer Weihnachtslieder ganz ausgiebig. Und dass wir beide dann zusammen musizieren können, das finde ich total schön. Also darauf freue ich mich sehr. Und die Kinder sind auch so musikalisch, oder? Ja, naja, also die singen auf jeden Fall alle gern. Es spielt noch keiner bei uns ein Instrument oder lernt es. Aber ich habe schon meinen Sohn genötigt, als ich auf dem Waldhorn gespielt habe, dass er dieses Lied spielen sollte. Aber da war ich wirklich rhythmisch noch gar nicht gut. Er hat dann irgendwann gesagt, Mama, können wir bitte aufhören? Aber du, bis Weihnachten, bis Heiligabend sind noch ein paar Wochen Zeit und bis dahin wird es super gut gehen. Und ich bin sehr gespannt auf die Augen meiner Kinder, wenn ich das dann mich darin versuche, ja. Ganz zum Ende gibt es ja auch denn ein großes Weihnachtsessen noch. Mhm. Mit Neunerla? Ja, genau. Also auf Erzgebirgisch Neinerla oder Neunerla. Kannst du uns was erzählen dazu, was das ist? Also ich kannte es nicht. Ah, okay. Also das sind 9 Gerichte, die es am Heiligen Abend gibt. Und das Tolle ist, dass jedes Gericht hat einen symbolischen Charakter. Steht für was im neuen Jahr. Also zum Beispiel gibt es den Selleriesalat, der steht für die Fruchtbarkeit. Rote Beete für die Schönheit. Dann wird unter den Tellern wird Kleingeld gesteckt, dass das kleine Geld nicht ausgeht. Aha. Oder die Klöße, die stehen für das große Geld. Und die darf man übrigens nicht zählen, wenn man die macht. Bringt Unglück. Aha. Dann wird immer noch ein zusätzliches Gedeck für den ungebetenen Gast, für den ungeladenen Gast, wird sozusagen bereitgestellt. Dann steht immer Brot und Salz auf dem Tisch, dass das im nächsten Jahr nicht ausgeht. Und so hat eben jedes Gericht sein steht für was und für die verbindenden guten Wunsch für das neue Jahr. Mhm. Ja. Und gibt es das bei dir auch oder bei den Eltern? Du, wir haben das 2 Jahre mal gemacht. Also bei meinen Eltern zu Hause gab es das nie. Aber als ich dann meine Familie gegründet habe, dann wollte ich das auch unbedingt mal machen. Und dann haben wir das 2 Jahre lang gemacht. Und natürlich ist das auch sehr aufwendig. Und es wurde dann vom Großteil der Familie dann abgewählt, erstmal vorläufig. Und man wollte dann wieder mal einen Gänsebraten und dann mal wieder doch einen Kartoffelsalat mit Würstchen. Genau, und so. Das ist das, also, was ich kenne. Genau, so ist es immer mal was anderes. Und da denke ich jetzt gerade, ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, was es dieses Jahr wohl geben wird. Also vielleicht ist das jetzt wieder eine Gelegenheit. Mal sehen. Du bist ja in der Reihe auch die einzige, normalerweise die einzige aus Sachsen, die auch sächselt. Ja, sogar aus dem Erzgebirge. Oder, ne? Aus dem, das Erzgebirge ist ja noch, eben, das, ja, genau. Ich finde das ja noch schwieriger, ne? Eine Schauspielerin zu finden, die aus dem Erzgebirge kommt. Aber das, ja. In dieser Folge spielt ja ein anderer berühmter Sachse mit. Na gut, mehrere Sachsen spielen. Ja, gut, ja. Ne? Aber du meinst Uwe Preuß? Nein, du meinst Wolfgang Stumpf. Genau. Natürlich, klar. Genau, ja. Wolfgang Stumpf. Ja.
Habt ihr denn Gelegenheit, mal so richtig da in die Vollen zu gehen gehabt? Sächsisch so, mal, dass die anderen euch vielleicht dumm angucken dabei oder so? So, das war ja leider, ist das ja manchmal beim Film so, und es war auch diesmal so, ich habe nie Keine ihn Szene am gehabt Set zusammen. gesehen. Wir haben keine Szene zusammen gehabt und deshalb sind wir uns überhaupt nicht am Set begegnet, was echt schade war. Ja. Ja. Aber er spricht ja gut Dialekt und man erkennt, dass er aus Sachsen ist und das ist natürlich für unseren Erzgebirgskrimi immer eine Bereicherung. Jetzt hätte ich noch eine letzte Frage. Der Film wird ja jetzt gezeigt in ein paar Wochen. Kannst du uns schon einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr geben? Denn dieses Jahr ist ja im Prinzip gelaufen, ja, ne? Naja, wir haben ja dieses Jahr schon zwei Erzgebirgskrimis gedreht, Aha. ne? Und drei werden dieses Jahr oder wurden ausgestrahlt. Das ist ja auch was ganz Besonderes. Und nächstes Jahr im Frühjahr gibt es dann den achten Erzgebirgskrimi. Und ja, da darf ich dir, also es gibt einen Arbeitstitel, aber ich bin mir Ja, wir sicher, wollen auch dass noch gar diese, nicht so viel genau, wissen, aber nee, aber auf jeden Fall wird nächstes Jahr im Frühjahr wieder ein neuer Film ausgestrahlt und die Dreharbeiten für zwei weitere Krimis stehen an. Also nächstes ah Jahr im ja. Frühjahr und im Herbst drehen wir wieder. Also da Also sind wird es wir auf jeden wieder Fall eine im runde Zahl schon Erzgebirge. mal. Die erste 10 ist dann geschafft. Genau, dann haben wir ja schon ein Jubiläum. Stimmt, du hast recht. Ja, Ja. 10 Erzgebirgskrimis. Wow, das ist toll. Und für Leute, die dich live sehen möchten mal, du hast ja auch Bühnenprogramme. Gibt es da Ja. noch was? Oh ja, das ist ja gut, dass du mir die Gelegenheit gibst, dafür gleich Werbung zu machen. Und zwar, wir sind am 24. Februar 2023, treten wir in der Kulturschusterei in Bramstedt auf. Das ist bei Aha. Hamburg. Ah, okay. Genau. Und jetzt bin ich gerade dabei, einen Spielort festzumachen für unser Programm hier in Berlin. Genau. Schön, da Also freuen wird wir uns bestimmt drauf. nächstes Jahr werde ich hier meine szenische Lesung mit Musik, Mein Herz, mein Hund hier in Berlin spielen. Kann das Berliner Publikum nicht auch mal live erleben? Ja, darauf freue ich mich. Das steht jetzt mal wieder an. Ja. Ja. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, war Ich wieder danke dir, sehr Christian. interessant und wir haben viel gelernt über das Erzgebirge. Und die Traditionen, für die, die das noch nicht kannten, auf jeden Fall sehr schön. Ich Vielen danke dir, Dank dafür. Christian. Danke. Gerne.